Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Ja, es werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Folgen von Tomb Raider kommen, weil wir schon ziemlich weit vor. Wir sind noch in etwa 15%, dann ist die Mission durch, also dann sind die Missionen fertig. Dann kann man nachher zwar wieder zurück auf die Insel und so, aber das ist relativ langweilig. Das kann man ja auch alles mal noch dem machen, wenn wir fertig sind. Okay, die Mission. Ich hate die. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. So, das kann dauern. Ich sage euch wahrscheinlich, vielleicht wird das nur eine Folge über diesen dummen Aufzug. Und es ist echt ziemlich Bin auf knifflig. der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Jetzt haben wir hier mal die Tür auf. Gibt es hier irgendwas, ein Service-Ding, aber man weiß auch nicht mehr genau. Ach, Munition. Ach, schon voll. Klettern wir mal da hoch. Ja, genau. Ja, ich muss ihn weiter oben holen. Vielleicht kann ich, ne, da kann ich nicht drauf springen. Die Betonung liegt auf nur. Ich habe wieder so eine Vorahnung, wie das gehen könnte, aber naja, muss auch wieder selber ein bisschen rumprobieren. Ah ja, genau. Ja, da waren es nur noch zwei. Gut, was heißt nur? Hiep, 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 hiep. Dahinter muss ich irgendwie kommen. Ah, ich habe eine Idee. Gut, eine Idee habe ich immer, aber die zum Umsetzen ist schwierig. Das war mit Absicht, nur falls ihr denkt. Irgendwo hat's doch da Steine zum Klettern. Ich muss die Schwierig. anderen Teile lockern. Ist eine dumme Mission. Ich muss irgendwie da durchkommen. Hier, da muss ich hinter da, wo diese dumme olle Kiste ist. Oder war ich da schon?
Ne, da war ich noch nicht. Aber wie stelle ich das an? Spring jetzt da runter. Mann, ich hasse solche Missionen. Oh, doch nicht so schlecht. Doch, ziemlich schlecht. Wie viel hat es mir gebracht? Gar nichts. Zwei erledigt, noch zwei. Was? Noch zwei? Ach du Schande. Okay, das kann echt dauern. Darum waren wir doch schon, dachte ich mal. Zumindest irgendwie. Ja, stimmt auch. Da kann man nicht durch. Aua. Bitte nicht wieder von vorne anfangen. Der dumme Aufzug. Ganz oben. Warum ist es so schwer? Ja, hier oben kann man klettern, aber... Ah, ja, mal wieder eine Idee. Oh, toll. Prima Idee. Ihr seht's hier oben. Ja, das kann man schnell machen, aber wie komme ich jetzt gottverdammt nochmal da hoch? Ah, Idee. Ja, tatsächlich. Tja, wahrscheinlich habe ich jetzt nur das verhängt, dass ich den Aufzug auf der falschen Seite habe. Hm, doch nicht. Tja, noch eins. Spring, lass los. So. Wo ist denn der dritte? Müssen wir auch erstmal finden. Ah, da unten. Wenn das der ist, dürfte das hier halbwegs einfach werden. Tja. Da hatten wir ja doch mal noch Glück. Hui. Ich glaube, das hat funktioniert. Ja, glaube ich auch. Tja, da ist jemand. Scheiß drauf, echt.
zur Hölle? Scheiße, gleichfalls. Was? Ja, ich dachte ja schon, das gibt's doch nicht. Ist manchmal nützlich, wenn man mal schon alles vornachladet. Weil hier sieht es nie so aus, wie hier gleich 1000 Gegner kommen. Nimm doch das Schwert, ich will das Schwert. Sie beschützten sie. Ja, genau das. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Nimm das, ja, Schwert. Aber ich glaube, ich kann das nicht behalten. I hate Kantenflimmern. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Das wird schwierig, hä? Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Juhui! Come on!
Ja, komm. Komm. So, wer macht hier wen fertig? So, farmen wir mal wieder alle Munition. Aber das Kantenflimmern ist immer ganz schlimm bei 60 FPS oder das Gummibandeffekt, kann man dem auch sagen. Lara, dann ist er eigentlich am schlimmsten. Alles ein bisschen drüber, drunter. Wir brauchen Hilfe! Verdammt! Nein! Ich muss sofort zurück! Ich komme! Kann man hier springen? Nee, kann man nicht. Das waren zwei präzise Schüsse. Oh, ein Streifschuss. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay, lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara, wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Tja, das machen wir denn mal. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf.
Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Wow, die Ultratexturen sehen natürlich schon immer sehr scharf aus. Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Betreten Sie das Kloster. Tja, nur wie? Ah. Sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden, von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanische. Eure. Mein Bruder! Jetzt muss man wohl einen anderen Weg suchen, mal wieder. Na, schade. Okay, das heißt klettern. Juhui. Steht zwar nicht sonderlich auf Klettern, aber was soll's. Also Granaten bringen es hier eindeutig.
fackeln wir das halt hier mal ab. Ist immer lustig, wie schnell denn das Feuer wieder ausgeht. Oh, die Mission ist auch. Hui, okay. Na toll. Geht hier rüber schleichen. Okay. Wenn sie dich erwischen, bist du sowas von tot. Oh-oh. Nicht gut, nicht gut. Abhauen, abhauen. Weg hier! Lauf! Ja, mehr wie W drücken kann ich nicht. Okay. Das wird wieder mal ziemlich komisch. Ah, ich laufe quasi jetzt rückwärts. Okay. So, ich denke, das war's mit dem Gameplay von Tomb Raider. Ja, bis zum nächsten Mal. Hoppla. Ja, also nochmal, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.